Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es nämlich gleich mal um vier Mounts, die wir uns da spielen können. Und zwar zwei auf der Hordenseite, zwei auf der Ally-Seite. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Es handelt sich nämlich um Mounts, die wir über Abzeichen uns da spielen können. Und zwar haben wir das erste Mount, wo ich hier schon drauf sitze, das ist der Rubin-Panzer Krolusk. So einen Krolusk kennen wir ja schon von einem Meta-Achievement. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es den vom Dungeon oder vom... Ich meine vom Dungeon-Meta-Achievement in Dings da Bumster hier in BFA gibt. Und ja, ist auf jeden Fall ein schickes Mount. Jetzt hier mal im rötlich- bzw. gelblichen Ton gehalten. Gefällt mir recht gut. Und das Pendant, was wir dazu haben, habe ich natürlich selbstverständlich auch. Das ist das schicke Tier hier, so ein bisschen dunkler. Und zwar schimpft sich der Azur-Panzer-Kolos und das ist die Allianz-Version von dem. Man bekommt übrigens, wenn man einen hat, beide. Ganz wichtige Informationen fürs Farmen, denn wir werden jetzt auf noch ein paar mehr Items eingehen. Es geht nämlich hier um die Items, die wir über die Dienstmedaillen der 7. Legion bzw. über die Dienstmedaillen der Eidgebundenen bekommen. Das ist nämlich die Horden-Pandor quasi dazu. Und ja, mit der Horde habe ich mir gerade quasi den Krolusken gekauft und habe dann auch gleichzeitig das Ally-Mount bekommen. Wo können wir das Ganze kaufen und was gibt es noch weiter, werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Wir haben den ersten Händler hier stehen. Mukra heißt die werte Dame. Und zwar ist die bei den Koordinaten 51, 95. Wenn wir sie mal anquatschen. Ach, diese zwei Seiten an nettem Zeug, was wir uns gleich ein bisschen näher anschauen werden. Davor gucken wir uns jetzt aber bei der Allianz das noch an. Und zwar sind wir hier in Alos. Und zwar auf den Koordinaten 66, 26. Und dort haben wir hier unsere Versorgerin Stark Schmied und die hat etwa die, ja, die hat dieselben Items bloß umgemünzt auf die Horde. Und wenn wir uns da mal ein bisschen durchgucken, wir haben einmal das Destillat der 10 Länder. Das ist übrigens ein Pot, der, ja, oder ein Flask besser gesagt, könnte man eher sagen, die eine Stunde lang hält, 10 Stats auf alles hochbringt und 10% mehr Erfahrung uns beisteuert. Das Ganze ist Blizzard-Account gebunden. Das heißt, ihr könnt es zu jedem Char auf eurem Battle.net-Account schicken und auch alle auf alle anderen WoW-Accounts auf eurem Battle.net. Das heißt, ich könnte diese Flask jetzt hier bei meinem Allianz-Char kaufen und die meinem Horden-Char senden. Der ist auf einem anderen Server, ist eine andere Fraktion und ist sogar, ihr seht es vielleicht, ich bin mit zwei Accounts gleichzeitig on, auf einem anderen Account, aber auf demselben Battle.net-Account. Und dann könnt ihr das darüber schicken. Ist eine recht praktische Sache. Wie ihr die Marken da farmt und investiert, werde ich euch dann im späteren, ja, Moment noch erklären. Jetzt gehen wir erstmal den Items weiter. Zudem haben wir zwei Transmog-Items hier. Und zwar diesen zerfetzten Umhang und diesen ganzen Umhang. Der ganze kostet mehr als der zerfetzte. Ist ja in der heutigen Welt nicht unbedingt so mit Rip Jeans und so immer der Fall, dass das Verfetzte ein bisschen weniger kostet, aber leuchtet ein. Diese beiden gibt es auf der Hordenseite als Pendant natürlich auch, bloß sind sie dann nicht blau, sondern rot. Wer hätte es gedacht, ja? Weiter im Text haben wir dann vier Heirloom-Items, also hier diese, ja, vier Trinkets plus einmal einen Rücken und... Der Rücken ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, hat eigentlich dasselbe wie das andere drauf. Was aber ein bisschen heraussticht, sind die Trinkets, die quasi immer einen Effekt drauf haben, dass man irgendeinen Stat hochbekommt und zusätzlich aber die ganze Gruppe buffen. Also wirklich fünf Gruppenmitglieder hochgebufft oder ja, man selber natürlich auch. Und das kann vielleicht, wenn der Skeeter hat, bei einer Levelgruppe relativ effizient sein, weil wenn ihr die alle aktiviert, habt ihr einen Haufen mehr Stats und das kann schon eine recht starke Angelegenheit sein. Ja? Also dafür können sie sich vielleicht rentieren. Es wurde übrigens getestet, dass vor allem wegen dem Aussehen hat man hier ein Horde, es steht nur Horde steht hier dran. Man hat quasi eine Horde- und Allianz-Version. Wenn man sich aber eine von beiden kauft, hat man automatisch die andere Version auch. Also ihr müsst hier nicht doppelt farmen, falls ihr das vollständig haben wollt. Dann haben wir sowohl ein Pet als auch ein Toy, sowohl bei der Allianz als auch bei der Hordenseite. Ja. Hier wird es aber so sein, dass ihr beim Pet ganz, ganz sicher und beim Toy wahrscheinlich auch so sein, dass ihr dementsprechend euch, ja, das sowohl einmal bei der Horde als auch einmal bei der Allianz kaufen müsst, wenn ihr beide haben möchtet. Ich sehe gerade, das Toy kann man anscheinend sogar auch verkaufen. Also wenn ihr ein bisschen Gold machen wollt, farmt ihr die Abzeichen
und könnt dann auch noch ein bisschen Kohle machen. Pets kann man sowieso verkaufen, teuer anscheinend sogar auch. Ja, soweit dazu. Dann kommen wir auf die letzte Seite. Es gibt hier nämlich noch zusätzlich einen Ring, sowohl auch bei Horde als auch bei der Allianz. Der hat 395er Item-Level, was zum Zeitpunkt der Aufnahme das Maximum-Item-Level ist, weil, ja, bis Dazar Alor öffnet, 395, ja, Maximum ist und dementsprechend erst danach das Ganze höher hochgeht. Und man kann sich mit diesem Ring porten, und zwar die Hauptstadt bei der Allianz nach Borallos, bei der Horde nach Dazar Alor. Ist eine nette Sache. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Mount bei der jeweiligen Fraktion. Und zwar ist es jetzt nicht mehr eins, das nur die Farbe switcht, sondern wir haben einmal eine Fledermaus, und zwar blutrünstige Unheilschwinge. Und beim anderen ist es ein Säbler. Und wir schauen jetzt mal die Unheilschwinge uns an. Und das ist ein relativ cooles Mount, muss ich sagen. Das hat hier nämlich, so ein relativ nices Fledermaus-Aussehen. Was ich aber bemängeln muss, solche Mounts gibt es halt schon öfter und es ist jetzt von den Fledermäusen nicht die coolste, ja? Wenn man bis jetzt noch keine hat, go for it, ist ein nettes Ding. Ich werde es mir auf jeden Fall aus Sammelgründen holen. Ich finde aber ehrlich gesagt das Allianz-Mount ein wenig cooler. Und zwar ist es der Mondpriesterinnen-Säbler und den gucken wir uns jetzt auch mal an. Das ist nämlich der hier. Und der sieht schon ziemlich geil aus. Also es gibt, es hat das neue Säbler-Model, ne? Da gibt es jetzt auch ein paar in der Dunkelküste, okay. Wenn man sich nur die neuen Säbler holen will, gibt es da einige, die kriegt man leicht. Aber diese Rüstung, die macht schon was her, muss ich sagen. Also ist schon nicht so schlecht. Ja? Man muss mal abwarten, ob es hier auch wieder so ist, wenn man sich die Allianz-Version kauft, dass man die Horde-Version auch bekommt und andersrum, ne? Ob das funktioniert. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn es beim Kolusken der Fall ist, wird es beim teuren Mount auch der Fall sein. Es kann natürlich, besteht immer die Restchance, dass es nicht der Fall ist. Im Moment kann das noch keiner sagen, weil noch keiner die Marken zusammen hat. Ich habe jetzt schon relativ viel immer mitgenommen. Ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt 315. Ich würde sagen, andere Leute, die wirklich immer alles mitgenommen haben, können bestimmt schon 400 haben. Aber 57 hat, denke ich mal, noch keiner. So, wo kriegt man jetzt diese Marken her, dass man da mal so einen kleinen Überblick hat? Es gibt ein paar verschiedene Wege. Und zwar, jetzt switchen wir mal nochmal auf den Mordenschar. Erster Weg, den ihr gehen könnt, um Marken zu bekommen, ist einmal eine Invasion machen, also so ein Übergriff. Und wir haben gerade einen Übergriff irgendwo. Hier haben wir einen Übergriff. Genau, das seht ihr immer bei dem Symbol hier. Hordenübergriff ist hier. Allianz hat natürlich jetzt auch hier den Übergriff. Dann habt ihr diese Extra-World-Quest. Davon kriegt ihr keine Marken. Aber wenn ihr hier reinfliegt, kriegt ihr eine Quest. Ihr müsst 4 World-Quests erledigen und dann von diesen Übergriffsfest und dann bekommt ihr eine Endquest. Die macht ihr und für die Endquest bekommt ihr 5 Marken. Heißt, pro Übergriff 5 Marken. Übergriffe laufen, glaube ich, 7 Stunden, 12 Stunden. Zwischendrin ist Cooldown immer in einer anderen Zone. Wenn ihr da einen Timer haben wollt, könnt ihr auf WoWR zum Beispiel gucken oder auf diversen anderen Seiten. Oder ihr holt euch das Add-on BFA Invasionstimer. Da seht ihr es relativ gut und dann habt ihr da wenig Stress. Genau, das ist der erste Weg. Weg Nummer 2 ist, wenn eure Fraktion eine Warfront hält, also sprich die eingenommen hat, wie zum Beispiel die Horde gerade in meinem Fall hier, die Dunkelküste, dann gibt es hier 5 Worldquests jeden Tag. Der Switch ist immer um 8 Uhr in der Früh mit allen Worldquests. Und ja, ihr könnt quasi hier jeweils eine Medaille holen. Und es gibt eine zusätzliche für den Worldboss, der ja einmal pro Rotation wieder da ist. Also fast einen knappen Monat, ja, dass du hast eine extra Marke für den Worldboss. Ja, aber sonst eigentlich immer 5. Heißt einmal Übergriff 5, hier 5. Solltet ihr jetzt beide Warfronts gleichzeitig haben, ja, das geht, dass ihr Arati auch noch habt, könnt ihr in Arati auch nochmal täglich auch nochmal 5 holen, ja. Beim Übergriff ist halt immer das Problem, dass der ja immer nur temporär da ist. Wenn ihr jetzt irgendwie Mittag rum ist, ihr da arbeiten seid, dann verpasst ihr den halt. Ich habe den heute leider auch verpasst, ja? Aber wenn ihr zum Beispiel in der Früh noch ist, ihr könnt den da noch mitnehmen, bevor ihr in die Arbeit geht oder in die Schule, dann ja, ist das ganz gut. Oder abends, ne. Hier beim Arati können halt auch die World Quest dementsprechend sein, dann hättet ihr schon 15, die ihr am Tag mitnehmen könnt, wenn der Übergriff denn gut gelagert ist. Und die nächste Version oder die nächste Möglichkeit quasi an diesen Marken zu kommen, ist dann noch eine andere Geschichte, und zwar, wenn eine Warfront angegriffen wird, könnt ihr hier Kampf beitreten machen und beim ersten Mal bekommt ihr eine Quest, ja, beziehungsweise nicht beim ersten Mal, sondern jedes Mal, wenn quasi die Warfront wieder erneut angegriffen wird, also sprich in jedem Zyklus, der etwa, je nachdem wie schnell hier gespendet wird, drei Wochen etwa im Durchschnitt ist,
drei Wochen bis einen Monat dauert das etwa, bis der Zyklus durch ist. Wir haben mittlerweile zwei Warfronts, also sprich, könnt ihr da für die Quest 15 Marken bekommen und das zweimal im Monat oder sogar ein bisschen öfter, ne, wenn der Zyklus ein Ticken schneller ist. Das rate ich euch auch mit Twinks zu machen. Ich habe mittlerweile 21 Chars auf 120, ja, einfach durch die Inseln, ne, weil ich die ja sowieso mache, um die Monster zu kriegen und level dadurch ein bisschen. Und ich bin jetzt zu übergegangen, mit den Twinks einfach nur immer die Warfront mitzunehmen. Und da gehen eigentlich genug Marken rein, dass man sich dann nach einer Weile hier die ganzen Collectible-Items kaufen kann, beziehungsweise sich dann die Tränke hier holen kann. Das würde ich nicht mit Main-Chars machen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mit meinem Horden-Char die Marken gespart habe für den Krollusken und mit meinem Ali-Char mir quasi jetzt die Marken spare für das 750er-Mount. Ich hoffe, meine Strategie geht auf und das wird auch wieder geshared. Und ja, im Moment mache ich nur noch mit dem Ali-Char die World-Quests, weil... Natürlich, es dauert jetzt nicht krass lang, die sind jetzt auch nicht schwer oder irgendwas, aber wenn ihr das mit vielen, vielen Chars macht und wenn ihr alle Items gleichzeitig macht, dann wären das viele Chars, dann zieht sich das. Und über die Warfront, das ist einmal, beziehungsweise zweimal im Monat, ne, die zwei verschiedenen, und ihr bekommt noch relativ gutes Gear. Beim einen gibt es, glaube ich, 370, beim anderen 385er Gear, kann man die Twinks noch nebenbei equippen und bekommt die Marken, ist eine feine Sache, kann sich dann halt, gut, man muss ein bisschen länger warten, ne, da muss man halt schon ein, zwei Monate... drei Monate, je nachdem, dranbleiben, ne? Um sich dann hier Sachen kaufen zu können. Aber es rentiert sich. Zwischenrein mache ich dann ein bisschen Übergriff oder so, wenn mal Zeit ist, aber jetzt nicht im großen Umfang und fahre mir das mal darüber so ein bisschen passiv, weil ich sie ja eh so ein bisschen auch am Gieren bin nebenbei. Genau, das ist das, was ich euch raten kann. Zu den Toys mache ich dann nochmal eigene Videos, wenn ich es mir gekauft habe, dann stelle ich es ja auch nochmal vor. Das soll es aber jetzt so im Groben gewesen sein. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen. Jetzt am Ende wird mich interessieren, wie viele Marken ihr schon habt. Ob ihr da schon wesentlich näher an dem großen Mount quasi dran seid als ich. Ich habe schon, ich würde sagen, ich habe schon immer versucht, einiges mitzunehmen, aber alles konnte ich leider auch nicht, wenn es mitten in der Nacht war oder wenn ich jetzt... auch nicht konnte wegen Arbeit, ne, dann kann man das natürlich nie mitnehmen. Aber den größten Teil habe ich mitgenommen, aber mich würde es dennoch interessieren, wo ihr steht, ob ihr da schon gut weiter seid, als ich mit dem Mount, mit den Marken-Counter quasi. Ja, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.